Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Unboxing-Video. Heute ein Marathon. Heute ein Marathon, ja. Wie ihr seht, habe ich noch eins. Ein kleines Päckchen. Eine winzig Kleinigkeit. Aber trotzdem Gewicht. Was hat er reingetan? Backsteine? Ich bin gespannt, echt. Wie gut das verpackt ist. Ihr wisst natürlich nicht, was es ist. Ich weiß es. Dein Tisch ist auch schon ganz nervös. Ja, richtig. Oh mein Gott, überlebe ich das? Ich habe lauter Messerangriffe. Oh mein Gott. Oh, der Karton ist aber größer als ich sah. Ta 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 ta. Recycling. Oh, das war das Mikro. Entschuldigt, da muss ich dann korrigieren. Das schmeiße ich jetzt. Recycling. Alter, ist das eine Riesenbox. Hammer, Hammer, Hammer. Also ich habe mir was gegönnt, wie ihr seht. Das ist wow. Limited Edition Breath of the Wild. Ich bin überrascht. Ich bin auch überrascht, wie riesig das ist. Ja, ich dachte so ein Päckchen hier. Deswegen auch der Riesenkarton. Mit schönen Bildern hinten drauf. Bildern, wie es aussieht. Geil. Mal gucken, was da so Schönes drin ist. Aber ihr wisst es natürlich. Von anderen bestimmt, die das schon mal angeboxt haben. Wir sind doch die Ersten, die das machen, oder nicht? Nein. Wir sind doch die Ersten, die das auspacken. Nein. Doch sicher. Wir sind doch die allerersten, die das jetzt im deutschen YouTube zeigen. Ich habe noch kein... Nein, das hat kein anderer gemacht. Ich könnte Namen nennen, aber... Tust du nicht. Das hast du alles so geträumt. Ejo, ejo. Das ist also gar nichts. Ich bin überwältigt. Das Problem bei solchen Boxen ist immer, man muss sie zweimal haben. Einmal zum Auspacken, einmal zum Hinstellen. Am besten, ja. Ja, ohne Mist. Wobei ich überwältigt bin, dass der Preis doch relativ stabil scheint im Moment. Ja. Ein Amiibo ist auch drin, welchen Sinn er auch in diesem Zelda machen mag. Ob so, erstmal der schöne Soundtrack mit 24 Titeln. Ja, und ein Titel fehlt, leider. Der Trailer-Titel fehlt. Nein. Doch, ausgerechnet. Der ist. Aber hier steht doch Main Theme. Ja, Main Theme des Spiels. Aber es geht um die Trailer-Musik. Die hat Nintendo extra komponiert. Ich habe nachgeguckt, weil ich die Musik nämlich auch ziemlich episch fand. Und es gibt tatsächlich keinen Soundfile, keinen Original-Soundfile davon. Oh Mann. Und der ist leider nicht hier drauf. Gemein. Das Breath of the Wild-Theme kenne ich gar nicht. Ich woher auch nicht. Denn auch? Ich auch nicht. So. Aber ich muss sagen, die Spielhülle ist auch sehr klein. Ja, ist ja nicht viel drin. Ein Willkommenspaket und dann die Karte nehme ich an. Und noch nicht mal ein Willkommenspaket. Früher war eine Anleitung drin vorne, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, nicht nur Anleitung, auch mal ein bisschen Booklet. Ne? Ja, Booklet, ein bisschen Werbung für neue Spiele, was so noch kommt. Ja, aber nur auf Französisch irgendwas, was ich nicht verstehe. Was sag ich? Autsch. Aber schön. Stylisch. Das machen wir mal in Großformat hier. Ganz gleich stylisch. Aber vor allem wie mini die ist. Das ist nicht mehr eine SD-Karte. Etwas richtig breiter. Süß. Schüttel den mal. Merkwürdig, ne? Warum klackert er? Klackert, ja. Okay. Hat jetzt, darf ich mal kurz? Ja. Wie ich gelesen habe, die größten haben 32 GB die Karte. Ja, richtig. Gibt da verschiedene Karten? Gibt verschiedene. Also wenn ihr das Spiel so kauft, dann kriegt ihr das hier. Genau, wenn nicht. So, und alles andere, was Tobias sich jetzt noch rauskramt, inklusive der CD, die hat er ja schon. Achso, da unten sind wir. Hi. Ich muss noch mal ein bisschen zurück, der Karton ist zu groß. Der ist zu riesig. Alles andere ist nur in dieser limitierten Edition erhältlich. Ja. Und jetzt bin ich mal auch gespannt. Also ist schon offen. Du willst das echt auspacken, du bist verrückt. Ich bin, ja, hallo. Wertminderung 50%. Macht nichts. Macht nichts. Ah, da ist nochmal Folie. Okay. Da ist die ist so gut eingefallen. Oh mein Gott, die ist auch richtig schwerer als ich dachte. Da hängt wahrscheinlich das eigentliche Gewicht drin. Yeah. Wow. Oh mein Gott. Sieht eben schön aus. Hat einiges mitgemacht in den letzten Jahren. Deswegen leicht verrostet.
So wertig, echt, echt wertig. Also der Preis ist schon, vor allem das schimmert so schön im Licht. Hammer. Das ist Stein. Das ist richtig Stein, ja. Hat das eine Nummer, das Ding? Leider nicht. Also limitiert auf lange zwar, aber... Ja, deswegen wäre natürlich geil gewesen, wenn unten eine Nummer dran steht. Und was ist das für ein... Kann das rausziehen? Nee. Ja, was mit dieser Blume auf sich hat, wissen wir auch noch nicht. Wissen wir nicht, nein. Oh Mann. Das Ganze jetzt nochmal in groß. La 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 la. Tja, da ist es nun das legendäre Masterschwert. Ja, es steht da und ruht auf den Helden, der das sieht. Geil wäre es natürlich gewesen, wenn die hier unten ein Loch oder irgendwie eine Klappe reingemacht hätten, dass wir das Spiel reinlegen. Ja. Auch mal ein Spiel rein. Nein, man hat es weiterhin in einem Case. Also das ist das, was ihr normalerweise bekommt im Laden. Nur das, ja. Und der Rest ist Giveaway. Die Boxen sind zumindest über Dritte weiterhin erhältlich. Klar, die Leute wollen euch natürlich wieder abzocken. Aber es ging. Ich war überrascht. Also nach dem, was ich jetzt sage, was ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen, ich sag mal 150 ist es durchaus wert. Mhm. Aber alles darüber wäre schon leicht abgezockt. Das stimmt. Also aber 150 habe ich ja auch. Das ist es auf jeden Fall wert. Das hängt natürlich auch mit der Einstellung ab. Wenn man jetzt absolut kein Zelda-Fan ist, gibt man auch keine 100 Euro dafür aus. Das ist ganz klar. Das wird ein schönes Blatt. Als das vorgestellt wurde von Nintendo selber, das kam ja ziemlich direkt nach der Konferenz schon. Ja, weg war sie. Das stimmt. Hattest du gar keine Chance. Da hattest du auch keine Chance. Ne? Absolut. Direkt weg. Vor allem, es wird so viele Läden gegeben haben, die das vornherein irgendwie schon bestellt haben, dass auch nicht viele Läden viele Stückzahlen davon hatten. Amazon hat vielleicht 20 Stück gehabt oder so. Ja. Weiß man nicht. Du weißt auch nicht, wie viel da insgesamt produziert wurde. Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Weißt du das? Eine Zahl? Ich weiß nicht, 10.000 oder was? Irgendwas haben die gesagt. Nicht viele auf jeden Fall. Ich bin positiv überrascht. Ich auch, also auf jeden Fall. Also gleich werden wir die einlegen, die schöne Kassette. Und ja, Tobias hat damit jetzt auch noch ein Riesenuniversum vor sich. Ja. Was nicht mehr in den Karton passt. Aber ich will das auch 100% spielen, versprochen. Ja, aber Let's Play kriegen wir leider nicht hin damit, weil uns die technischen Mittel dazu fehlen. Ist halt so. Eine schöne, geile Box, muss man sagen. Auf jeden Fall, lohnt sich. In diesem Sinne, wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite wieder. Bis dann. Bis dann, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Spielen. Ja, Zelda. Juhu, draußen wird wie immer Regie hier. Ja, ich bin und bleib heute der passive Part. Ja. Ja, hier ist die schöne kleine Karte. Kommt hier in diesen schönen kleinen Schritt. Die Frage ist, was macht der Fernseher jetzt? Gar nichts. Na? Nix. Das war ein kurzweiliges. Vielleicht muss ich die in Dolgon rausnehmen, weiß ich nicht. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm, erkennt er den nicht? Oh, Wasser. Wasser. Leider hat deswegen das Spiel so gekleckert, weil das nicht geht. Boah, nimm das Tablet nochmal raus. Ah! Da ist es doch. Die alte Pustechnik ist wieder. Yeah. Retro-Feeling. Retro, ja. Bei Super Nintendo hat man es ständig gemacht. Ja, beim NES war es noch schlimmer. Ein Update ist verfügbar. Ja, Daten werden jetzt heruntergeladen. Bin gespannt. Oh, weil doch, das geht doch flott. Das geht flott. Ich dachte. Trotz alledem werden wir das schneiden. Ja. Ja, so 2-3 Minuten wird es ja doch dauern. Es sei denn, Tobias hat uns doch was erzählt. Erzähl uns mal einen Schock aus deiner Jugend. Ich hab nix. Wow, seine Jugend, wahnsinnig. Aber ihr seht mal hier schön die Lego Dimensions-Sammlung, die hier so schön rumsteht. Aber die ist das auch, hab ich so gemacht, damit man eben schneller die Figuren wechseln kann, weil man muss das ja öfter machen.
Passiert dir das häufig, dass wenn du im Spiel vor irgendwas stehst und du nicht weißt, welche Figur du auf einmal nehmen sollst? Ja. Das ist mir schon öfter passiert. Bei einer Sache weiß ich nicht, welche Figur dann, welche da überhaupt nehmen muss. Weiß ich gar nicht. Also, das heißt, du hängst. Nee, ich weiß nicht, wie man das Minikit kriegt. Ne? Also, ach so. Aber da gibt es auch immer diese komischen Boxen, die dir was dazu erzählen. Ja, leider kommt da keiner. Also, ach, da ist keiner. Kein Fragezeichen, welche Figur ich da nehmen muss. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht frage ich da die Community. Gibt ja eine Community. Wie viele Spielstunden würdest du behaupten, jetzt in das Spiel schon investiert zu haben? Plus, minus. Bestimmt schon 20 Stunden. Und ich habe erst 80 Steine von 1000. Also wenn wir das hochrechnen. Ja, richtig. Das wäre einiges. Das wird einiges. 1076 gibst du und ich habe bis 80. Heute. Bis jetzt, ja. Naja. Kennen jeden, ich weiß nicht. Im Mai kommen die neuen. Im Mai kommen die nächsten. Dann hast du, weiß ich nicht, 1200 vielleicht. 1200, schon. Ja. So, das Update ist schon fertig, Freunde. Hammer! Erfolgreich! Da, 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 da. Wie dein Nutzer aus? Sind noch so viele da? Ja, richtig. Oh, jetzt wird's spannend. Stille. Die Frage ist: Dürfen wir das zeigen? Wir machen es einfach. Wenn wir Content-ID-Treffer haben, dann ist es halt so. Nintendo wird es uns verzeihen. Ich glaube auch. Das erste Mal Zelda starten. Nintendo präsentiert. Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber Gänsehaut. Endlich ist die Legende auf Zelda. Wo ist auch so weit? Here we go. Sprachausgabe in Zelda spielt. Ja, also eine Sprache, die man verstehen kann. Ja, yeah, wollte ich gerade sagen, gab schon. Es kommt aus seinem Kälterschlaf. Ja. Frage Nummer 1, wer hat ihn jetzt angesprochen? Ja, die da oben. Ja, wer ist denn die da oben? Gute Frage. Ist watching. Ja. Fing schon mystisch an. Steuern. Ach, bist du schon drin, oder? Ich kann ja steuern, ja. Ach, krass. Oh, den Sound kennen wir noch. Okay. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Erster Item. Geheimnisvolle Tafel, okay. Weil du die zum ersten Mal siehst, scheint sie hier seltsam vertraut. Das sind immer so nichtssagende Sätze. Ja. Und die Tür geht auf. Jetzt hat er sie da an der Seite. Ach, die Karte unten. Jo, stimmt. Diese Map da. Aber schön vom Handling, muss ich sagen. Also die Steuerung hier. Was hat es mit diesen komischen Wellen auf sich? Immer wenn du dich bewegst, gibt das einen Sound. Okay, er nimmt gerade was hoch. Tobias macht sich gerade mit der Physik vertraut. Erstmal alles kaputt machen.
Schieben kann man auch. Oh, eine Truhe! Yay, was soll man ziehen? Ausgefranst. Mit Lust kann ich das öffnen. Ah, guck mal. Zack, schon angezogen. Das ging aber schnell. Ja, Wetterbedingungen sollen ja eine Rolle spielen, ne? Also wenn ihm kalt ist und solche Sachen. Ah, kriegst du auch eine Hose. Eine Hose. Da kannst du ihn ja so nicht rauslassen. Ach, klar, der kann auch. Im Sommer, ja. Kurze Hose. Ihm hoffen wir natürlich wieder alles kaputt. Ich wäre Rowena. Ich glaube, die kriegst du dann noch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Halte den Schikastein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Okay. Mit deinem Smartphone wird er jetzt. Es wurde am Anfang ja lange spekuliert, ob man da irgendwie mit dem Tablet agieren muss in dem Moment. Wäre auch cool gewesen, ja. Nur wo hätte man es drauflegen sollen? Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Eine sehr lange Reise. Ich habe neulich mal spaßeshalber Breath of the Wild Speedrun eingegeben, also eine Stunde ist möglich. Stimmt. Ah, das lässt mich mal klettern. Guck mal, sogar mit Schweißtropfen. Ja. Hast du gesehen? Vor allem die Lichtverhältnisse sind richtig. Hammer! Das erste Mal in der Freiheit quasi. Dieses Bild haben wir ja häufig gesehen schon. Guck mal, wie groß der. Oh Gott. Bin gerade überwältigt. Hammer, Hammer, Hammer. Der Teufelsberg. Hyrule. Das ist wohl die Zitadelle der Zeit, oder? Sieht danach aus, ja. Ein NPC. Vergessenes Plateau. Speichert sogar automatisch. Oh, was war das? Ja, jetzt kannst du ja sämtlichen Kram mitnehmen. Ja, das ist eine Waffe. Oh, primitiv, aber nützlich. Kannst auch Feuer machen. Aha, mit Y tut man das. Kämpfen. Ja, Schwert ist noch nicht, Freunde. Nee. Es gab Zeldas, da durftest du ohne Schwert noch nicht mal außerhalb der Karte gelangen. Jetzt bewaffnet man sich mit einem Stock und Stein. Genau. Und wenn man Pech hat, dann noch halbnackt. Also. Hätte mich mal interessiert, ob es möglich gewesen wäre. Ja, natürlich. Du kannst ja auch ohne Drohnen da gehen. Ne? Treffen wir mal die erste Person da. Gucken, ob der jetzt auch spricht. Oder ob der nur Text. Er spricht tatsächlich nicht. Aber du hast eine Auswahlmöglichkeit zu reagieren. Das gibt's vorher auch noch nicht. Nee, das gab's auch nicht, ja. Ich kann also interessante Licht und Schatten da. Ja, was mich hier verschlagen hat, keine Ahnung. Ist das Schicksal. Oh, der scheint aber groß. Der ist aber riesig. Vor 100 Jahren das Königreich unter. Also das schlafen wir sehr lange. Fragt sich nur, welche 100 Jahre gemeint sind. Richtig.
Also typisches Verhalten. Ich bleib hier, wenn du was willst, komm wieder. Fackel. Hey, das ist cool. Kannst du die direkt bei ihm anzünden, an seinem Feuer? Trockenes Gras. Boah, der ist ja frech. Da kannst du sie von Leib halten. Ziel erfassen, aha, okay. Cool finde ich das, wenn man dann direkt... Oh, guck mal, eine Axt. Guck mal, kann ich auch nehmen, Mann, Mann. Tja, ich würde sagen, Freunde, wir wollen euch auch nicht weiter spoilern. Yeah. Aber das ist schon mal... Ich krieg langsam die Pfoten. Die Grafik. Es sieht super aus, Tobias ist begeistert, mir gefällt es gut. Und deswegen werden wir uns jetzt von euch so langsam verabschieden. Mhm. Wir werden es halt ein bisschen erkunden hier. Genau. Und wir melden uns beim nächsten, was auch immer euch erwartet, dann wieder. So ist es. Bis dann. Bis tschüss. Dann, ciao.